Ja, hallo und willkommen zu Let's Play Tales of Graceseth. Und bevor der Part beginnt, will ich noch ein paar Abonnenten grüßen, die mich abonniert haben, ne? Wie das schon sagt, das Wort Abonnenten, ne? Ja, es wären jetzt ein bisschen viel für mich. Ich müsste ungefähr jetzt 50 Stück aufzählen, aber clever wie ich bin, zähle ich jetzt so ungefähr 10 auf. Mal sehen, ob ich das schaffe. Okay. Als erstes hat Miss der. Boah. Da muss ich mich selber hinsetzen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 0, 1, 7 abonniert. Kreativer Name. Dann hat Miss 400299 Naruto abonniert. Dann kommt Arinator. Mhm. Dann Aimbar B89. Mhm. Dann Black Air Wolf 110, Bremer Bremen, Kentan, Jen Azergay, keine Ahnung. Dann Come On LP oder so. Dann Crazy LP Monkey. Ja, ich habe jetzt mal die paar aufgezählt. Noch ein, okay. Ich glaube noch ein. Einen mache ich noch hier. Dann kommt noch der Daniel Let's Play. Ja, die haben es abonniert. Vielen Dank dafür. Und nun beginnen wir mit dem Game wieder hier. Ey, muss mal hier weitergehen, ne? Ja, ich habe ein bisschen gelevelt. Ich bin Level 36 bzw. 37, ne? Hat mir sehr viel Zeit gekostet und ich habe sehr viele Titel gemeistert. Nicht gemeistert, also mit ihnen habe ich sehr viele Titel gemacht. Also, wir haben Schwert und Vize. Das bekommt man, glaube ich, am Anfang. Dann Lehrling des Schwertes. Ich glaube, das bekommt man, wenn man Level 20 wird. Dann Schwert Elif. Ich glaube, mit Level 30. Oder vielleicht das mit Level 20, das mit Level 15. Könnte sein, man weiß es nicht. Dann habe ich Flitzender Fester. Das ist, glaube ich, nur so für schnelle Feste oder so. Keine Ahnung. Stand da so. Dann Metzler. Das ist, wenn man viele Feinde besiegt hat. Dann bin ich gerade bei Berserker. Das ist, wenn man noch mehr Feinde besiegt hat. Dann Arte-Lehrling, wenn man halt viele Attacken benutzt, sage ich mal. Kritischer Schläger, wenn man halt viele kritische Treffer verursacht, ne? Wenn man noch mehr kritische Treffer verursacht, bekommt man den kritischen Haudegen. Dualserschmetter. Das ist, wenn ich mehrere Gegner plätte einfach. Das ist, wenn ich halt die Schwächen ausnutze der Gegner. Na, das sind so Finder-Sachen, die Items, die man so findet hier, ne? Paragon halt mit Mehrfachtreffer, mit Kombos, ne? Das ist was Cooles, Klingenbeste. Das ist nämlich, werde ich euch gleich zeigen, wenn ich eine Magieattacke benutze, dann zieht Aswell so sein Schwert raus, ne? Und dieses Schwert rausziehen ist so stark, also das ist übel. Das werdet ihr aber gleich sehen. Ja, wie schon gesagt, 100 Kämpfe, 300 Kämpfe überstanden. Dann Frostpresser, das ist, glaube ich, wenn ich das über 100 Mal gemacht habe. Davon gibt es noch eine höhere Variante, dann ist er Frostpresser Meister. Und das ist, wenn ich 800 Mal die Attacke benutze. Ich bin gerade, kann ich euch gleich zeigen, auf 500 irgendwas. Ja, und dann Aufstrebender Held. Das kennt ihr ja schon, ne? Das Kostüm habe ich doch gerade an, weil es gibt eine Besonderheit bei einem Kostüm, nämlich. Hier, da ist nochmal das. Entschuldigung. Die Kampfmusik ist anders und ich mag die mehr eigentlich. Kann ich auch mal gleich zeigen. Ja, ich komme hier Artis, ne? Seht ihr hier Frostpresser. Nutzung 542. Boah. Boah. Naja, jetzt gehen wir hier mal hier so weiter, ne? Also, die Kämpfe laufen nun ein bisschen schneller ab. Boah, ich muss einen Tick leiser machen, ey. Das drin mal hier die Ohren weg. Können wir die wunderschöne Endmusik hören. Naja, aber
Ist nicht so ein schönes Outfit, also ich glaube, ich nehme das andere. Ihr könnt aber in den Kommentaren entscheiden, ob ich das nehmen soll, das andere Outfit. Also, ich habe noch ein ganz anderes Outfit. Gibt's von Aspel. Das ist sehr cool. Das bekomme ich etwas später im Spiel, wenn ich was mache. Und das kann ich auch mal zeigen, womit es zu tun hat, ne? Es gibt so ein Kartenspiel. Man kann so auf der Weltkarte diese Punkte da, ne? Also, wo man halt Sachen findet. Kann man auch Karten finden. Das sind magische Karten. Das sind Karten, wo halt so ein Held von einem Tales of Game drauf ist, ne? Und dann kommt ein berühmtes Zitat irgendwie. Ich mach Kekse oder so, ne? Halt irgendwas so eine Art, ne? Und wenn man dann irgendwann genug Karten hat, dann kann man mit einem Typen spielen, ne? Und halt, da muss man halt. Dann kommt ein Zitat und du musst erraten, welche Karte das davon ist, ne? Und je wie gut du bist, bekommst du eine Belohnung. Und da bekommt man schon bei Leisten eine Belohnung für Aspel, wo ein neues Kostüm da ist. Und das Kostüm, ja, ich mag es mehr. Ich mag es mehr. Aber das war's erstmal. Jetzt nehmen wir mal dieses weiße Outfit so lange hier. Mal gucken da unten. This won't take long. Okay, freeze. We won't fail. Also, ich bin sehr overpowered, aber ich muss das auch sein, weil es wird immer schwerer und ich nehme hier schon genug Schaden. Aber ich heile es auch. Ich heile es ungefähr pro Schlag. Alter, das ist immer noch so laut. Ach, ich kann da nicht leiser stellen. Ach, das ist herrlich. Mal Kreis drücken. Muss man hier ein bisschen leiser stellen. Oh, schön. Oh. So, Stimme reinigen und es geht weiter. So, ist oben noch ein Gegner. Ich nehme alle Gegner mit, es tut mir leid, aber es geht eben auch schnell. So. Ja, der Händler. Hier sehen wir Stempelkarten. Habe schon ganz schön fleißig was gemacht. Stempelkarten bekommt man, indem man viel verkauft oder kauft, ne? Und durch diese Stempelkarten erweitert sich das Sortiment des Verkäufers. Zum Beispiel, er war nur bis heiliger Trank, ne? Dann hat er Hackfleisch, Aubergine bekommen, hochwertiges Rindfleisch, ne? Und dann noch ein Buch, kann man das zeigen. Womit ich schneller im Kampf bin, glaube ich. So war es ungefähr. Auf jeden Fall, wir laden mal den Mixer auf, ne? Hab's euch schon mal erklärt, wie das geht, ne? Ist auch ein bisschen gestiegen, 209. Was ansehnlich, finde ich, ne? So. Kann man hier wieder eine Haarnadel machen. Und jetzt kommen wir zu den Waffen. Die Waffen. Ihr seht, wir sind gerade bald auf 23. Machen wir schnell auf. Was hören, ne? Also. Was ich gerade gemacht habe, die beiden Waffen. Oder ich muss von Anfang an erklären, das ist viel besser. Also, wir können die Waffe mit so Scherben, die wir von Gegnern finden, transformieren. Ne? Wir können die halt stärker machen. Wenn wir das zum Beispiel jetzt machen, bekommen wir 4 auf Angriff, 4 auf Cyberangriff. Dann hier Präzision, 2 mehr. Ne? Sieht ganz nett, ne? Aber ich glaube, es geht besser. Dazu haben wir 3 auf Angriff, 2 auf Cyberangriff, dann 8 auf Präzision. Denkst du mir, geht immer noch besser. Nehme ich das. 6 auf Angriff, 3 auf Cyberangriff und 2 auf Präzision. Das ist super für mich, das nehme ich. Wieso? Manche Sachen können gut miteinander kombinieren und dann bekommt man besseren Stat. Zum Beispiel, ich kann auch die SK erhöhen. Die habe ich glaube ich vor 2 Stufen da erhöht. Jetzt morph ich die beiden Sachen, ne? Und ich habe ein Langschwert plus 24. Nun können sagen, ja, dann mach jetzt weiter, ne? Macht plus 25 und so. Geht nicht so einfach, denn es gibt 2. Mach mal einfach hier auf Angriff. Es gibt nämlich 2 Möglichkeiten, wie man, 2 Möglichkeiten, sondern 2 Bedingungen, die man erfüllen muss,
um die Waffe weiter zu morphen, kann man sagen. Erstens, ihr braucht eine andere Waffe, mit der man die beiden sich formen können, ne? Und zweitens, ihr müsst kämpfen, denn nach einer gewissen Zahl von Kämpfen steht dann ja, Aspels Waffe wurde gehärtet. Das heißt, nun kann man sie wieder mit einer anderen Waffe, die auch gehärtet wurde, morphen. Das geht auch bei Rüstung, kann man sehen, diesen beiden Rüstungen, die sind bereit zum Morphen, ne? Und dann bekommen wir Steine. Denkt ihr euch, was bringen diese Steine, ne? Je nach Attribut, was man sich so, was man so wollte. Mal kurz sehen. Effekte keine. Machen wir mal gewinnen. Wo war das Ding? Ah ja, je nach Steine, wo man es morpht, entstehen dann halt diese Edelsteine. Die kann miteinander auch morphen. Und die haben halt diese Werte, wo man halt diese Morphsteine benutzt hat. Zum Beispiel, ich habe eine Waffe von Aspel, habe ich Angriff plus 1 gegeben. Dann habe ich dann Mikes Waffe, hatte ich Cyberangriff plus 1. Das heißt, der Edelstein, der aus diesen beiden Sachen rauskommen würde, wäre einmal Angriff plus 1 und Cyberangriff plus 1. Ja, und je höher die Waffen sind, desto bessere Edelsteine bekommt man auch raus. Und die Edelsteine kann man auch noch wieder miteinander morphen, wo man auch dann wieder bessere Edelsteine rausbekommt. Zum Beispiel, das mache ich jetzt, denn man kann die gut verkaufen. Das habe ich jetzt auch hier für alle beide mal was gemacht, ne? Zum Beispiel, für ihn habe ich Cyberangriff plus 24 und Feind besiegen, KP Wiederherstellung 140. Für erstmal habe ich Abwehr. Chance auf SK hoch, 20% und Feind besiegen, KP Wiederherstellung 170. Ist geil. Und so wäre das auch. Diesen Stein verkaufen wäre es 2366. Mach ich. Ja, und ich glaube, somit habe ich das viel alles so erklärt. So ein bisschen Zeit jetzt vergangen und Blumenkinder. Eine Blume gefunden, cool. So, mal sehen. Hold on. Yes, sir. These are merino flowers. Combine them with water of absolution and you have the raw ingredients for a holy bottle. Wait here a minute. I've studied for 7 years and I still didn't know that. Am I really ready to become a knight? What's on your mind? Nothing, sir. It's just you're so knowledgeable about everything. And it makes me doubt myself. Knowledge for its own sake is meaningless. But this is information that can help you to protect yourself and others when you become a knight. Remember it. Sir. Ja, dann machen wir das mal kurz. Was ist der Vergebung und diese Blumen da, ne? Heiliger Trank. Eine Medizin, die Feinde fernhält. Nö, will ich nicht haben. Weil es kämpft gerne hier und es geht recht schnell. Ja, und diese Freeze-Attacke, das ist so eine gute Attacke. Ich meine damit so guten Schaden. Also, wow, ist cool. This won't take long. That was hardly worth dirtying my blade. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst gleich gegen den Boss zu kämpfen. Oh, ja, Epic Spoiler, ne? Beziehungsweise ich habe Angst, gegen den ganzen Boss zu kämpfen, weil ich kann den Schaden nicht so einschätzen, den ist jetzt an denen verursacht und die die Gegner an mir verursachen, ne? Weiß nur, ich trainiere wie ein Wahnsinniger, also ich bin Level 37. Andere sind hier auf Level 13 noch unterwegs, so 10, ne? Mal hier kurz ein Artis machen, denn wenn ich jetzt nach Rest drücke, dann will es den Blitz haben. Ich habe auch ganz viele Attacken, siehst du hier gerade. Muss mal kurz gucken mal. Jetzt habe ich hier Frostbresser, Verderbnisblüte, Phantomblitz, Schockwelle, Dämonenzahn. Ja, und Blitz. Nett, nett.
Und wieder speichern. So,